noch so eine Imitator-Truhe. Da läuft ein Zombie. Dann braucht unser Begleiter noch eine Minute. Ich wollte gerade sagen, wir können abwarten, aber eine Minute abwarten dauert dann doch zu lang. Wir gehen einfach mal weiter, mal gucken. Wenn nicht, können wir immer noch wegrennen, solange bis unser Begleiter zurück ist. Oh, der Zombie ist am Leben. Zur Abwechslung wieder eine echte Truhe. Unsere Waffe reicht nicht bis dahin. Unser Zauber eben schon. Die hier machen wir alle mal kaputt. Da ist ja schlimmstenfalls ein Skelett drin. Meine Gesundheit ist niedrig, darauf habe ich gar nicht geachtet. Den Zauberer haben wir auch besiegt. Gott sei Dank gibt es Tipps, die mir sagen, dass ich auf die Gesundheit auch achten muss. Euer Begleiter ist aus der Stadt zurück. Unser Begleiter ist zurück und stürzt sich gleich in den Kampf. Das ist doch schön. Ein Ring. Den könnten wir mal identifizieren, den können wir aber noch gar nicht benutzen. Der ist gar nicht schlecht. Ein einzigartiger Ring, den behalten wir. Nur benutzen können wir ihn leider nicht. Also im Moment noch nicht, später schon. Müssen dafür noch eine höhere Stufe erreichen. Aber das schaffen wir auch irgendwann. Dann stellen wir uns mal hier auf die Rune. Da steht schon so geheimnisvolles Skelett drin, da möchte ich schon gar nicht hin. Gucken wir uns einmal um. Ist das hier ein Portal? Ne, das ist eine Truhe. Und da hängen zwei an der Wand. Die beiden kommen mit Sicherheit. Das sind aber doch nicht die einzigen, oder? Also ich meine, ja, das meinte ich. So, da muss doch noch ein Champion. Er ist ja eigentlich schon mehr als ein Champion. Dann laufen wir hier einfach mal möglichst viel im Kreis, weil ich ungern sterben würde. Und, oh, ich habe jetzt aus Versehen auf Quests gedrückt. Ich wollte eigentlich die 1 drücken. Nein, die 2 wollte ich drücken. Wir versuchen, es nicht von ihm treffen zu lassen. Weil ich bin mir nicht sicher, wie viele von den Treffern wir überleben würden. Okay. Das scheint uns nicht so viel Schaden zu machen, wie ich gedacht habe. Eure Aufgabe ist erledigt. Aber wir haben es geschafft. Unsere Aufgabe ist erledigt. Wir haben hier keine Truhe. Wir haben hier drüben die Truhe. Die haben wir ja schon gesehen. Und ganz viel Gold und Urnen zusätzlich zur Truhe. So. Das ist noch eine Urne. Das auch. Vorsichtig, dass wir nicht auf das Portal klicken, sonst müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Ein Mana-Trank. Ein bisschen Gift auf dem Boden, das schadet uns jetzt auch nicht mehr. Dann guck. Was explodiert denn da hinten? Naja, dann gucken wir uns nicht identifizierte Rüstung.
Gucken wir uns erstmal an, was wir sonst noch bekommen haben. Den Bogen. Zurückstoß plus 14 Körperschaden, 1 Meter mehr Reichweite. Und er ist schneller und ein bisschen stärker als der, den wir im Moment haben. Aber wir müssen noch zwei Level aufsteigen. Und so oft benutze ich den Bogen eigentlich gar nicht. Den brauchen wir im Moment noch nicht. Den Gürtel auch nicht. Die Schuhe auch nicht. Das auch nicht. Achso. Die Pistole. Davon haben wir eine. Zehn Bonus auf kritischen Schaden. Tötet 25 Gegner für die Verbesserung. Wir kriegen eine Verbesserung. Dann tauschen wir die hier doch mal aus. Dann die möchte ich gern behalten, weil die Gesundheit stiehlt. Der ist jetzt mit plus 12 Mana, plus 32 Gesundheit. Doch, der ist besser als den, den wir haben. Und wir gehen zurück an die Oberfläche. Und dann müssen wir auch noch zurücklaufen und unsere Quest wieder abgeben. Und wir sind zurück in der Tempelsteppe. Dann ja, wir müssen so oder so dran vorbeilaufen. Also ist das auch in Ordnung. Was haben wir denn hier? Was wollte ich? Die Pistole brauche ich noch nicht. Ich nehme erstmal das Halsband. Euer Ruhm ist gewachsen. Und unser Ruhm ist gewachsen. Oh, dafür bekommen wir die Fähigkeitspunkte. Die Schattenfledermäuse waren doch nicht schlecht. Wenn wir die häufiger bekommen könnten, das könnte schon sehr nützlich sein. Dann gehen wir hier hoch. Erstmal hier rüber. Da drüben ist nämlich schon die richtige Richtung für unser Quest. Und ich habe mit Absicht nicht die Treppe hochgeschossen, weil das normal immer sehr schlecht die Treppe hochgeht. Wir haben ja schon ganz schöne Reichweite im Moment. Das hätte ich so noch nicht ganz erwartet. Da oben sind noch zwei. Die finden bestimmt den Weg auch gleich her. Dann gucken wir da. Da. Was nehme ich denn? Ich bräuchte eigentlich immer noch mehr Mana. Ich wäre 2 auf Stärke und 1 auf jedes andere. Da kann ich immer noch nicht. Da auch nicht. Dann hier. Stufe 14 können wir die beiden wieder erhöhen. Stufe 14 sind wir in 2 Stufen. Okay. Wir haben die verlassene Schädelsenke gefunden. Allerdings scheint es hier nicht viel zu geben, außer Monster. Und die gibt es ja überall genug. Eine Wegkampfportalrolle. Da oben war aber noch eine, oder? Ja, hier drüben. Treppen hoch und runter schießen ist immer ein bisschen kompliziert. Dafür sind die Nahkampfwaffen wahrscheinlich um einiges besser.
da wohnt keiner mehr. Aber trotzdem, in allen Spielen kämpfe ich sehr viel lieber mit den Fernkampfwaffen. Entweder hier mit Pistolen und sowas oder eben dann mit Magie. Und unterstütze dann eben lieber die Nahkämpfer. Und hier habe ich ja meinen Begleiter, der für mich in den Nahkampf geht. Der kann auch nicht ordentlich zielen, der... Ich weiß gar nicht, was das war. Das schaffen wir auch. Dann... Eigentlich erstmal da drüben hoch, ne? Weil hier... geht es eventuell rum. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, deswegen... Es gibt ja auch erstaunlich viele Heiltränke, die einfach so mitten in so einem Felshaufen liegen. Kein Angelloch? Nein, kein Angelloch. Dann gibt's hier Bretter. Mit nichts drunter. Und noch mehr Gegner. Hier drüben war auch noch einer. Zugang zum Urquelltempel. Okay, da wollen wir aber ja noch nicht hin. Da ist ja unsere Quest. Dann müssen wir erst nochmal hier oben hin. Und wenn wir da oben sind, dann... gehen wir, glaube ich, auch erst noch mal in die Stadt zurück. Wir sind ja hier ganz in der Nähe von dem Portal. Hier gehen wir in die Stadt, in die Enklave. Und ich werde... Nein. Warte mal, wo war da? Ist ein Händler. Ja. Zum Händler gehen. Den baue ich mal da drin ein. Gift. So, was kommt noch hier mit? Ja, den baue ich mal da ein und den da. Dann verkaufen wir das hier, den hier, die hier, das verkaufen wir auch, den Gürtel verkaufen wir, ja, ich habe lieber Gesundheit als Schaden, also verkaufen wir den Gürtel jetzt, hier verkaufen wir sowieso alles. Ich habe auch gerade gesehen, da gibt es alles verkaufen. Die haben wir ihr verkauft, glaube ich. Oh, nein, haben wir nicht. Aber die kaufen wir auch nicht. Was haben wir hier noch drin? Das können wir verkaufen. Hier ist nichts drin. Ja, wir kennen uns. Ich war gerade eben schon da. Dann tun wir hier die Sachen mal ins Lager. Den Teil vom Lager natürlich. Ja, hier verkauft Waffen. Waffen haben wir. Fähigkeiten, Neuverteilung. Ja, wir haben hier leider noch niemanden, der uns die Steine aus den Sachen wieder rausnehmen kann. Den finden wir in der nächsten Stadt. Aber jetzt werde ich erstmal eine kleine, naja, eine größere Aufnahmepause machen. Da ich noch
die anderen beiden Spiele weiterspielen muss, um meinen Spielstand wieder zurückzubekommen. Und das hier natürlich auch noch schneiden muss, weil ich für übermorgen, glaube ich, die Folgen wieder brauche. Und wir sehen uns ja dann aber bald wieder. Dann hoffentlich auch wieder mit Trine und Costume Quest und Torchlight. Und bis dann. Tschüss.